Im letzten Video habe ich dieses billige China-EPL-Gerät verglichen mit dem Philips Lumia Advanced. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich damit eigentlich zufrieden bin, aber der Prestige halt ein bisschen schneller ist. Jetzt habe ich es getan. Ich habe mir jetzt doch noch den Prestige gekauft. Ja, und was macht man, wenn man drei verschiedene EPL-Geräte hat? Ein YouTube-Video, wo man alle drei Geräte vergleicht. Also ich werde jetzt primär auf diese beiden Geräte eingehen, also auf den Advanced und Prestige. Das China-Gerät ist jetzt nicht ganz so interessant, dass ich da so viel zu sagen müsste. Fangen wir an mit der Optik. Der Prestige ist ein ganzes Stück größer als der Advanced und auch schwerer. Liegt halt daran, dass hier ein Akku drin ist und hier nicht. Von der Farbe, der Advanced ist halt Roségold. Der hier ist schon ziemlich krass pink bzw. rosa. Der Feuerknopf ist bei beiden an der gleichen Position. Das ist auch einfach perfekt. Das ist super handlich. Man kann damit auch locker eine halbe Stunde lang rumlichten und den Knopf betätigen, ohne dass es irgendwie anstrengend wird. Wenn man von oben guckt, sieht man, der Prestige hat ein paar mehr Knöpfe. Der hier hat nur einen, da kann ich an- und ausschalten. Ups, wollte ich jetzt gar nicht. Da kann ich an- und ausschalten und die Lichtstärke einstellen. Der Prestige hat ein paar mehr Knöpfe, die kann ich auch an- und ausschalten. Ich habe eine Akkuanzeige. Die Lichtstärke bediene ich mit nach links und rechts klicken. Der erste wichtige Unterschied ist dieser Knopf. Das ist ein Hautfarbtonsensor. Also der Prestige misst meinen Hautfarbton und empfiehlt dafür dann eine Lichtstärke. Die Lichtstärke kann man eigentlich bei allen EPL-Geräten einstellen. Ist einfach dafür da, die Lichtstärke 1, die ist halt schwach und die ist für eher dunkle Haut. Und Lichtstärke 5 ist für sehr helle Haut. Also Lichtstärke ist der Grund, warum das bei vielen einfach gar nicht funktioniert. Weil wenn man das zu schwach macht, dann gehen die Haare nicht weg. Man muss halt eine gewisse Stärke haben, damit das überhaupt funktioniert. Ich selbst habe den Fehler auch gemacht. Im letzten Video hat man ja gesehen, hier oben drauf auf dem Arm sind die Haare ganz gut weggegangen. Aber hier in der Seite habe ich noch ziemlich viele, beziehungsweise ich glaube sogar alle. Der Grund dafür ist der, ich benutze halt überall die Lichtstärke 4. Jetzt habe ich das Gerät mal rangehalten und steht da 5. Ja klar, zu geringe Lichtstärke. Jetzt kommen wir mal zur Praxis und vergleichen die Geräte mal, wie die jetzt genau funktionieren. So, anschalten, Stufe 4. Bei beiden ist das ziemlich geil, also man schaltet an und ist auch im Prinzip gleich fertig. Ich mache das mal so, ich mache von beiden Geräten 10 Lichter. Ich blende hier auch mal einen Timer ein, benutze ihn wieder auf dem Arm. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wieder aus. War jetzt von der Geschwindigkeit okay, aber wenn man das am ganzen Körper macht, in der Geschwindigkeit, also, nein. Also mir ist, dauert das einfach zu lange. Das vergleichen wir mal mit dem Prestige. Bei der Gelegenheit zeige ich gleich mal den Hautsensor und drücke da einmal rauf, hält das an die Haut und er sagt mir, Stufe 4 sollte ich nehmen. Und das muss ich einmal bestätigen und das auf Stufe 4 eingestellt. Sollte man zweimal die gleiche Stelle, sollte man nicht tun. So, Timer startet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also EPL muss halt immer so ein bisschen in der Haut ziepen und bei Stufe 4 ist das so von meinem Empfinden her genau richtig. Deswegen habe ich das hier unten auch gemacht. Und wenn ich jetzt mal dieses Ding nochmal starte, ich halte das hier hin, dann zeigt er 4. So, nochmal. So, nochmal. Nein, will ich nicht. So, jetzt haben wir die 5. Müsste man hier immer wechseln. Quatsch, ne? So viel zum Vergleich zu den beiden Geräten. Wie gesagt, der ist schneller, der hat einen Hautsensor. Vom Preis her, der kostet 350 Euro und der 250. Die beiden Funktionen sind die 100 Euro auch wert. Ansonsten gibt es auch ein bisschen Zubehör. Also beide Geräte haben noch einen extra Aufsatz fürs Gesicht. Und beide haben auch diesen elektrischen Rasierer. Der Prestige war auch tatsächlich mein erstes EPL-Gerät. Also bevor ich überhaupt EPL benutzt habe, hatte ich mir den mal ausgeliehen von jemandem und ausprobiert. Fand das erstmal ganz cool und dachte 450 Euro, pff, ne, schon eine heftige Nummer.
Ich probiere es halt erst mal mit so einem China-Ding. War ganz okay, aber nicht so gut wie der Prestige. Da habe ich mich für den Mittelweg entschieden und gedacht, ich dachte halt, der einzige Unterschied ist der Akku bei den beiden Geräten. Wie man eben gesehen hat, ist das nicht der Fall. Dann hatte ich jetzt 6-mal den Advance benutzt und habe dann irgendwie die Geschwindigkeit von dem Prestige vermisst. Und ja, jetzt am Ende bin ich doch wieder beim Prestige gelandet. Und wer mitgerechnet hat, ich habe jetzt tatsächlich 670 € für die drei Geräte bezahlt. Ich habe gerade keine Zeit. Entschuldigung. Jetzt können wir uns nochmal die Geschwindigkeit von dem China-Gerät angucken. So. Ich werde das Gerät nie verstehen. So. Den Sound von den drei Geräten können wir gleich nochmal anhören. So. Boah, der ist ja echt wie ein Föhn, ne? Stimmt auch. So. Bei dem Gerät muss man eigentlich auch eine Schutzbrille tragen. Ich habe gerade noch keine Ahnung, wo die sein könnte. Deswegen mache ich mal die Augen zu. Die Geschwindigkeit ist ermittelt. Habe heute auch tatsächlich daran gedacht, das Mikro einzuschalten. Stecker tauschen, genau. Hören wir uns mal den Advanced an. Und jetzt den Prestige. Der klingt irgendwie softer, ne? Ich bin es auch gar nicht so sicher. Ja, doch. Der schon mehr so ein PC-Lüfter mäßig oder PlayStation-Lüfter. Der mehr so wie so ein Ventilator. Nee, das ist jetzt nicht bescheuert, was ich tue, ich weiß. Naja. Haben wir den Sound jetzt auch mal verglichen. Also das sind jetzt die Unterschiede zwischen den Lumia Advance und den Prestige. Der kostet 350 €, der 250 €. Dafür habt ihr bei dem Prestige den Hautsensor mit bei und er ist einfach schneller. Also für mich sind die 100 € klar gut investiert. Ich hatte mir vorher den Advance gekauft, weil ich dachte, der kostet 450 € statt 350 €. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt ja drei verschiedene Versionen von den Prestige. 950, 900. 54 und 56, glaube ich. Der Unterschied sind einfach die Aufsätze. Das kleinste Modell hat halt die zwei Aufsätze für Körper und Gesicht. Der nächste hat noch die Bikini-Zone und der 956 hat noch dabei einen Aufsatz für, was war denn das? Ach, für die Achseln. Und wenn ich mal bedenke, dieses China-Gerät hat nur einen Aufsatz für alle. Denn glaube ich fast, mit den beiden Aufsätzen kommt man ganz gut klar. Werde ich ja sehen. Ich teste das ja gerade. In ein paar Wochen kann ich euch dazu mehr sagen. Soviel zu den Unterschieden zwischen den Lumia Advance und Prestige. Würde mich super freuen, wenn du jemand den Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch ein bisschen mehr über IPL-Geräte erfahren willst, auch mit weiter verfolgen willst, wie hier mein Vergleich mit den Advance und diesem China-Gerät weiter verläuft, lass auch ein Abo da.